Was die anderen Abteilungsleiter betrifft. Deren Anwesenheit war nicht nötig. Eine massive Kündigungswelle ist immer brutal. Es ist die Geschichte von Adam Krusenstern. Das ist ein leitender Angestellter in einer großen Firma. Und diese Firma wird gerade restrukturiert. Also es sind schon mehrere Abteilungsleiter gefeuert. Und er ist eigentlich damit permanent konfrontiert, rauszufinden, ob er jetzt gefeuert wird. Ich dachte, es ist gut. Wir haben das besprochen. Den Eindruck habe ich nicht. Ich könnte das einfach nicht. Nur herumsitzen und dösen. So bereite ich mich vor. Worauf denn? Muss ich mich auch auf etwas vorbereiten? Meine Lieblingsszene ist wahrscheinlich die, wo Krusenstern versucht, obwohl er immer noch nicht weiß, was man wirklich von ihm erwartet, ein Meeting aufzubauen und es durchzieht und alle vermeintlichen Leiter oder neuen Chefs zusammenruft und allmählich merken muss, wie das überhaupt nicht greift. Er muss an sich selbst merken, wie die neuen Mechanismen, die neuen Generationen, die neuen Denkweisen auch jemand wie ihn, der eigentlich bisher alles richtig gemacht hat, der 20 Jahre dieser Firma treu war, wie er auch zerstört wird. Ich war jeden